Servus, ihr Lieben. Servus. Schön, dass ihr da seid, meine lieben Freunde. Ja, ihr fragt euch sicher, ey, Anni, du hast doch gesagt, du machst hier keine Classics mehr oder so. Aber, Freunde, es ist ein kleiner Ausgleich. Erstmal haben viele, viele, viele Leute in den Kommentaren danach verlangt. Und was ihr wollt, das bekommt ihr natürlich vom lieben Anni. Ich mach mal hier Ding. Nee, Ding. So. Und zweitens, ja, es ist ein kleiner Ausgleich, denn ich kann wahrscheinlich bis Mittwoch nicht streamen auf Twitch. Deswegen, das ist ja nur eine kleine Entschuldigung, weil ich weiß, ihr mögt sowas und ja, ich sag, mir macht's auch Spaß. Ja, mir mal, es ist nicht so, dass ich mich dazu zwingen muss. Also, Freunde, schönen guten Mädel, was machen wir heute? Wir gucken uns heute an, wie unser Rainer Sea of Thieves spielt. Sea of Thieves, ich habe da schon ein paar Stunden drin. Ich spiele das sehr, sehr gerne, meist zusammen mit Fuddel. Wir sind auch, ohne anzugeben, wir sind, glaube ich, ziemlich gut. Ja, ich habe das von Rainer, ich weiß gar nicht, wann ich das gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich da live im Restream war. Ich glaube ja. Wir schauen jetzt an die Zusammenfassung von Winklers Liste 2. Grüße gehen natürlich raus. Komm wieder, bitte. Komm wieder. Das Ding ist vom 9.10.2020, also knapp 3 Jahre alt. Und ja, wie gesagt, Sea of Thieves ist was ich echt gerne zocke, was mir echt sehr viel Spaß macht. Und ja, wir gehen einfach rein in das Video, Freunde. Und werden uns mal schauen, wie unser Lieblingsstreamer sich da drin so schlägt. Ich bin da sehr gespannt. Ich habe echt viel nachgedacht. Ah, welches Classic nimmst du, welches Classic nimmst du? Auf einmal fiel mir das Ding in die Augen, weil ich die ganze Zeit Vorschläge sowieso zu Sea of Thieves kriege. Wenn ich YouTube aufmache, da gibt es so einen englischen Streamer, der ist sehr, sehr witzig. Den schaue ich mir öfter mal an. Ja, und da habe ich gedacht, ey, Moment, das hat doch unser Reini auch mal gespielt. Und da habe ich das gesucht und bei Winklers Liste 2 gefunden. Und ja, da gehen wir jetzt rein, Freunde. Let's go. Dann werde ich, denke ich, mal ein bisschen gamen. Wir sollten mal nicht vergessen, dass das harte Arbeit ist, ne? Das ist harte Arbeit. Was ist das für ein Spiel? Heißen tut das Spiel Sea of Thieves? Sea of Thieves? Was übersetzt hat, heißt, keine Ahnung. Tiefe See. Ach nee, er hat wirklich. Warte mal. Was übersetzt hat, heißt, keine Ahnung. Tiefe See oder so, keine Ahnung. Warum denkt Rainer, dass sich englische Wörter immer gleich anhören wie deutsche Wörter? Wenn der Igel kreist, heißt, wenn der Adler kreist, laut Rainer. So, when the Eagle cries, when the Eagle cries, ja. Und Sea of Thieves ist natürlich die See der Tiefe, weil Thieves ist tief. Klingt ja fast gleich. Also ist es für Rainer im Verständnis? Ja, es ist tief. Die See der Diebe oder Seeräuber einfach. Übersetzt, glaube ich, mehr oder weniger, oder? Oder die See der Räuber, die See der Seeräuber. Das ist nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rainer spielt übrigens auf einer Schaluppe. Ich glaube, er hat das Segel nicht ganz unten. Das ist gut, wenn er hier rein will. Hier sieht er allerdings jetzt, er würde auflaufen. Direkt hinter ihm auf dieser Schaluppe, die kann man sehr gut alleine spielen, ist der Anker. Wenn ich jetzt sehe, ey, da knall ich drauf, Bruder, dann werfe ich den Anker rein. Rainer sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und fährt weiter. Das ist ein bisschen wie sein Leben. Er sieht die Klippe auf dich zusteuern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich knallt. Ich muss trotzdem weiterlaufen. Gott, nein! Oh Gott, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder! Ich hab's gewusst. Ja, jetzt hat er so weit nach links eingelenkt. Es dauert. Ihr habt hier diese Zapfen hier vom Steuerrad. Die gibt es einmal rechts, einmal links und einmal in der Mitte.
Damit ist es so eine kleine Hilfe, damit ihr weißt, wohin ihr gerade genau eingelenkt habt. Oder dass ihr am Ende oder halt direkt in der Mitte seid. Er hat jetzt komplett nach links eingelenkt. Jetzt nach rechts rüber zu kommen, wird schwer. Ich glaube, hier wird es gleich auch nochmal knallen. So verdammt gewusst, Alter. Ich werde beschossen von der Insel, lol. Ja, auf der Insel sind sehr viele NPCs und manche haben Kanonen. Ja, es ist ein Piratenspiel, Rainer. Ein Piratenspiel. Wieso? Ich sehe schon kommen, Alter, mein Schiff geht wieder unter, Alter. Ja, Rainer, du könntest jetzt einfach rechts rumdrehen, also und da einfach wieder raus. Du siehst, da ist es nicht sicher zu landen, also das Schiff da anzulegen. Fahr da wieder weg. Du bist auch alleine. Alleine ist das Spiel schwieriger. Warum hat er denn jetzt volles Segel gesetzt? Er fährt direkt auf die Insel zu. Ich dachte, er nimmt das Segel jetzt komplett. Also, ihr müsst wissen, falls ihr dieses Spiel nicht kennt. Wenn das Segel gesetzt ist, habt ihr natürlich volle Fahrt. Dann könnt ihr es noch rechts und links drehen, damit es im Wind steht. Je mehr Fahrt ihr habt, desto langsamer dreht ihr euch. Ihr könnt euch aus diesem Spiel auf der Stelle drehen, in diesem Spiel, indem ihr das Segel ganz nach oben macht und dann einfach in die Richtung lenkt, in die ihr wollt. Rainer ist jetzt in dieser kleinen Bucht und setzt volle Segel. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich meine, nicht so ein bisschen. Das knallt gleich, Freunde. Oh nein, 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 das war ein Fehler, das war ein Fehler, das war so ein verdammter. Ja, Reinhard, das war ein Fehler. Ach, ist das schön. Fehler. Okay, mein Schiff wird untergehen, ich sehe es kommen. Rainer, du hast immer noch volles Segel gesetzt und gehst jetzt einfach nach unten. Du gehst jetzt einfach unter Deck. Mach doch wenigstens mal das Segel hoch. Hallo, ich habe was dran gedrückt. Du musst gedrückt halten. Ihr hört's die ganze Zeit weiterknallen, also dieses Holzklappern. Da entstehen einfach gerade neue Löcher. Ich glaube, der läuft gerade, während er unter Deck ist, läuft er gerade wieder irgendwo auf, weil er oben volles Segel gesetzt hat und geht einfach weg. Hallo? Okay. Junge, der ist in dieser kleinen. Er ist in diesem kleinen Abschnitt dreimal auf Land gelegen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Rainer, man sollte vielleicht irgendwann erkennen, so, das Spiel ist nichts für mich. Oder ich muss noch sehr viel lernen. Schiff ist aufgelaufen. So muss es sein. Hat er jetzt das Segel runtergenommen? Weggenommen, also nach oben wieder? Schiff ist aufgelaufen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Er wird dabei immer noch beschossen, das Segel bleibt trotzdem weiter unten und er geht wieder unter Deck. Also. So muss es sein. Na, die Auflösung hier ist super schlecht von dem Video. Ich habe das Loch trotzdem gesehen. Zwei Stück. Alter, ihr verdammten Schweine. Das ist mal schön natürlich aufgelaufen. Super. Bruder, du stehst mit einer Sniper 5 Meter davor. Wie das Skelett nicht mal geschossen hat, weil es wahrscheinlich gemerkt hat, ey Bruder, ich habe gesehen, wie du Schiff gefahren bist. Mach einfach. Wenn ich dich jetzt treffe, ist bei dir nichts mehr zu retten.
Heute ohne Facecam? Ich kann die Facecam durchaus anmachen. Nee. Nee, lass mal. Ich hoffe, sie funktioniert. Sie funktioniert natürlich mal wieder nicht. Doch, sie funktioniert. Ich bin nur extrem dunkel. Alexa, arbeitet Studio an. Jawohl. Habe ich mein Boot je. Junge, guck, so, das ist der harte Mann bei der Arbeit hier. Das ist der hart arbeitende Malocher. Alter Vater. Wieder seetüchtig krieg. Ah, nee, okay. Oh, ja, ich glaube auch. Ganz ehrlich, ich glaube manchmal ernsthaft, mit Gronkh würde ich echt so einen Spaß beim Aufnehmen haben. Das wäre bestimmt. Ja, Rainer, das glaubst du ernsthaft. Ich glaub dir das, dass du das glaubst. Aber ich glaube, du wärst der, von euch beiden wärst du der Einzige, der Spaß hätte. Ne, also, wild. So lustige Scheiße. Ach du Kacke. What the fuck, Alter, ist mir übel gerade. Wow, tschüss. Wenn Grock das einmal hört, dieses Schüsch, dann geht er raus. Mit Gronkh wäre das manchmal bestimmt eine saulustige Aktion, weil ich habe Nee. nämlich oft in vielerlei Hinsicht den gleichen Humor wie Gronkh, zumindest. Nein, Rainer. Nein, 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 nein. Wirklich nicht. Vertrau mir da. Also, wenn du ankommst, hey, Gronkh, hör mal, hör mal, hör mal, pass auf jetzt. Gronkh, hörst du zu? Gronkh, hör mal, pass auf. Hörst du zu? Jetzt mach dich, halt dich fest, Gronkh, ja? Sitzt du? Du sitzt ja, ich erzähle dir gleich einen Brüller. Pass auf, Gronkh, hör zu. Ey, pass auf. Kannst du auch benutzen, wenn du magst. Ey, Gronkh. Wenn Schnecken an Schnecken lecken, Schrecken schmecken, weil Schnecken nicht schmecken. Ah, ist das nicht ein Brüller, Gronkh? Immer unter uns zwei Bros. Das ist ein Brüller, oder? Das ist ein Brüller. Ja, das ist ein Brüller. Nein, Rainer hat nicht den gleichen Humor. Auch wenn Gronkh vielleicht nicht der beste Gamer ist. Er ist ein großartiger Let's Player, weil er halt einen sehr, 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 sehr guten Entertainment-Faktor hat. Ja, und du versuchst ihn einfach zu kopieren. Und kopieren funktioniert halt nicht. Was die Aufnahmen und so angeht. Nur, dass ich halt dummerweise irgendwie nicht in der Lage bin, anders als er, das richtig wiederzugeben, was mich in meinem. Nein, nein, du hast auch nicht den gleichen Humor. Du gibst ja deinen Humor wieder. Und am Ende kommt es sowieso nur auf ein Thema an bei dir. Und das ist dann das schönere Geschlecht. Weil darauf wirst du dann irgendwann. Und da hat Gronkh keine Lust drauf wahrscheinlich. Bisschen ärgert. Dass er nicht über ihn ärgert, sondern über mich selber ärgert. Das kann ich nachvollziehen, wenn man sich über dich ärgern kann. Ja. Ach, Mann, wäre bestimmt ein Riesenspaß. Für dich wahrscheinlich schon, für ihn eher nicht so. Und für jeden, der es sich anschauen muss, wird das eine Mischung aus Mitleid und Fremdscham. Also auf jeden Fall voll, es ist auf jeden Fall voll mein Humor, den Gronkh bringt. Also Gronkh hat einen gesunden Humor, einen guten Humor. Ja. Ich glaube nicht, dass Rainer auch nur die Hälfte der Witze versteht, aber pff, okay. Ich habe ein Masterschwert, ja, das ist richtig. Damit geht er aber raus. Das echte Masterschwert ist es allerdings nicht. Denn das echte Masterschwert kann nur Link haben. Also nur Link führen. Rainer, du weißt schon, dass das echt. Ach, der war über 30. Zu dem Zeitpunkt schon. Nein, nein, nein. Ein anderer kann das nicht. Problem ist, ich habe mir nicht gemerkt, was der Heimathafen ist. Ist das hier der Heim? Ist ganz egal, Rainer, du kannst zu jedem Hafen fahren. Ist ganz egal. Ansonsten, wenn du eine Quest angenommen hast, steht das auch im Logbuch, beziehungsweise oft in der Quest, die du hast, wo du hin musst. Heimathafen? Nee. Wir markieren uns mal das hier. Das heißt, von hier aus jetzt einfach nach Süden. Das ist gerade schwierig. Leider ist die Auflösung zu schlecht. Ich konnte nicht erkennen, ob er wirklich einen Hafen ausgewählt hat oder irgendwie eine Garnison oder so. Oder so ein Vorposten. Konnte ich jetzt leider nicht erkennen. Irgendjemanden irgendetwas zu zeigen.
Weil ich gerade am Zocken bin, ne? Moment, was hat er gesagt? Irgendjemandem irgendetwas dazu. Nee, rein, noch weiter zurück. Süden. Es ist gerade schwierig, irgendjemandem irgendetwas zu zeigen. Weil ich gerade am Zocken bin, ne? Ja, du zeigst ja etwas. Das Spiel. Nicht gut, aber du zeigst es. Irgendwann zeige ich das mal. Man sieht es aber auch in meinem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso zieht es jetzt auf einmal so voll nach rechts? Weil du es nicht in die Mitte. Du hast das Steuerrad nicht in der Mitte eingepegelt, Rainer. Es macht einen kleinen Klick, wenn es in der Mitte ist. Aber ich habe echt Lust, gerade Sea of Thieves zu spielen, einfach nur, um es nochmal besser zu sehen. Wir fahren rechts dran vorbei. Ich möchte nicht auf dem. Mit dem Totenkopf, da möchte ich nichts zu tun haben. Dafür bin ich im Level nicht hoch genug, dafür bin ich zu alleine und und. Kleiner Fun Fact: Man kann in Sea of Thieves nicht leveln. Ja, das geht nicht. Und diese Sachen kannst du auch alleine machen, wenn du ein bisschen Übung hast. Zu zweit wäre es sinnvoller auf der Schaluppe, klar. Aber das geht auch alleine. Geht eigentlich ganz frisch, wenn man ein bisschen was kann. Aber wenn ich dann höre, ich bin zu alleine und zu unterlevelt. Man kann in Sea of Thieves keine Level-Ups bekommen. Vor langer Zeit, auf einem weit entfernten Meer. Oh. Weil ich krieg Gänsehaut vor Fremdscham, wirklich, ohne Spaß. War ein Held unterwegs, Ganon zu besiegen. Rainer, du spielst nicht mal Celad. Er ist komplett in Celad hängen geblieben irgendwie. Er geht immer Ganondorf besiegen. Er lebte nur für diese Aufgabe, liebte nur eine Prinzessin Und hatte zwei Freundinnen. Lul! und trank so gut wie nie Met. Ich bräuchte gleich ein Med, wenn es hier so weitergeht, Freunde. Obwohl er aus dem Mittelalter kam. Echt? Ich habe starke Schmerzen. Und doch reiste er übers Meer, besiegte Ganon und schaffte es so, die Welt zu retten. So sieht er sich, ne? Er ist wirklich ein Weltenretter. Also er ist ein Held, der die Welt rettet. So sieht Rainer sich. Zum etwa 1.000.000. Mal. Ende. Ja, Rainer, großartig. Du hast wirklich den gleichen Humor wie Gronkh. Ich gehe mal davon aus. Ich weiß nicht, also so gut kenne ich Gronkh nicht. Vielleicht wühle ich gleich mal ein bisschen auf dem Kanal rum, so irgendwann Oktober 2020, ob Gronkh da Sea of Thieves gespielt hat. Dann werde ich da mal durchskippen und mal schauen, ob Gronkh dann diese Quetschkommode nimmt und irgendeine Geschichte erzählt. Ich könnte mir das nämlich gerade gut vorstellen. Rainer hat das gesehen und denkt sich, genau das könnte ich auch machen. Ich könnte genauso sein wie Gronkh. Rainer. Einfach nur dumm, Alter. Ja gut, da sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung. Bruder, wie er sich nicht mal mehr nach vorne lehnen kann. Guckt euch das mal an. Der versucht, um das Mikrofon rumzuschauen. Guckt euch das mal an. Der kommt nicht mal mehr von der Lehne weg mit dem Rücken. Einfach nur dumm, Alter. Wahnsinn, oder? Er wirklich wie so eine Schildkröte streckt er den Kopf nach vorne. Wild. Warum blinkt mein Kompass? Der Kompass ist das hier unten und der blinkt nicht. Ich weiß nicht, was er da sieht. Vielleicht kickt das Diabetes zu hart in den Augen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dass er irgendwie schon Lichtblitze sieht oder ich weiß es nicht. Der Kompass blinkt nicht. Will nicht, dass mein Kompass blinkt. Das gefällt mir nicht. Wir waren 1,15 Männer, doch, nun bin ich ja. Allein. Ja, so singst du auch dein Familienlied, ne? Wir waren 1,4 Winkler, doch nun bin ich allein. Bruder.
Alle anderen gingen irgendwann drauf. Doch ich fahre noch allein und das ist mein Graus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bruder. Bin ich überhaupt noch richtig? Ich muss auch Richtung Süden. Wieso fahre ich jetzt nach Osten? Weil du dein Steuerrad nicht auf die Kette bekommst. Du hast doch deinen Kompass vor dir. Laut deiner Einbildung blinkt der sogar. Stell da doch S wie Süden ein. Junge. Er hat wahrscheinlich... Nur ein Tipp. Ich tippe, er hat auf N gemacht. Warte mal, kann man es hier irgendwie sehen? Kann ich leider nicht erkennen bei der schlechten Auflösung. Ich gehe davon aus, er hat nach Norden gemacht. Er wollte ja gen Süden. Und er hat N gemacht, weil er dachte wahrscheinlich, das steht für nach unten. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Denk mir doch gerade, das ist doch nicht Süden. Alleine ist es halt echt scheiße. Auch alleine kann das Spiel Spaß machen. Wie gesagt, man muss halt üben. Alleine kann das wirklich sehr viel Laune machen. Weil wenn du, ich kenne das halt, ne? Wenn ich nicht alleine spiele und versenke irgendwie einen Zweimaster oder wo halt drei Leute drauf sind und ich alleine bin besser als die drei, dann gibt mir das ein gutes Feeling, ne? Wenn Fuddel mit dabei ist, dann denke ich immer, ah, natürlich hat er auch ein bisschen Teil daran, dieses miese Spaß. Aber wenn ich solche Leute alleine besiege, ist das schon ein gutes Gefühl. Man kann alleine wirklich was reißen, leider. Doch, Rainer, kann man. Man braucht eine Menge Übung, Geduld und Spucke, dann geht das. Man kann zum Beispiel, man fährt auf eine Insel zu. Dann haut man das Steuerrad so, dass man denkt, okay, jetzt wird das Schiff automatisch um die Insel rumsteuern. Du springst ab, rennst über die Insel und springst hinter der Insel wieder aufs Schiff auf. Das ist so eine kleine Übung. So habe ich angefangen, damit ich weiß immer, wie ich das Steuerrad einzustellen habe und so weiter. Ändern also 20, 30 Mal hast du das drauf. Es braucht halt eine Menge Übung. Ist auch gar nicht so einfach, die Navigation hier. Doch, Rainer, die ist sehr, sehr einfach. Ihr könnt es jetzt vielleicht nicht sehen, weil seine Facecam hier unten noch drin ist, aber direkt hier hinter ist der Kompass. Hier, dieses Ding heißt, wenn das jetzt hier mit dem Mast Kimme Korn stehen würde, würde es heißen, du fährst genau geradeaus. Hier ist direkt der Kompass. Also, es ist wirklich sehr, sehr einfach, die Navigation. Wirklich. Wie heißt das Game? Habe ich vorhin schon gesagt, das Spiel... Außerdem steht es doch unten in der Videobeschreibung. Einer, auch wenn du es vorhin gesagt hast, es kann doch sein, dass der neu reingekommen ist. Es kann doch sein, dass, wenn da jemand fragt, ey, wie heißt das Spiel, dass der ist gerade reingekommen, der findet, das sieht gut aus, möchtest vielleicht auch spielen, tu ihm doch einfach den Gefallen, anstatt rumzudiskutieren. Tu ihm doch einfach den Gefallen und sag, das heißt, Thief of Thieves steht auch übrigens in der Videobeschreibung. Das ist doch... Wo ist denn jetzt das Problem? Ich kann es euch sagen. Rainer denkt, er kann Thief of Thieves nicht richtig aussprechen. Und deswegen fragen die Leute immer, wie das Spiel heißt. Damit er was Englisch aussprechen muss. Und Rainer fühlt sich jetzt schon getriggert. Beschreibung. Sea of Thieves heißt das Spiel. Und er hat es richtig ausgesprochen. Oder Thieves. Thieves. Rainer, du hast es wirklich richtig ausgesprochen. Lass es doch so. Komm schon. Und hier war auch der Beweis für meine These, dass Rainer halt denkt, er hätte es falsch ausgesprochen. Und deswegen wird er nochmal danach gefragt, wie das heißt. Weil er jetzt versucht, den Namen anders auszusprechen. TH oder wie auch immer. Ja, TH. Ist korrekt. Thieves. TH ist das nicht, das ist ja was anderes. Nee. Eigentlich war es richtig. Oder TH, keine Ahnung. Thieves auf jeden Fall. Hier aus Thieves. Ja, ist gut. Du hast es einmal gesagt, dann muss es reichen. Sea of Thieves. Irgendwas mit C, irgendwas. Ach lol. Wie heißt das Spiel? Irgendwas mit See, irgendwas. Man kann das Segel auch noch schwenken. Ja, ist ganz sinnvoll, um das in den Wind zu stellen, damit man schneller wird. Naja, seht ihr, das sind so Anfängerfehler, die ich nicht wusste.
würde eigentlich das hier ein bisschen hoch machen. Also, ihr könnt das Spiel ja mal zocken. Also, ich kann es nur empfehlen. Ich finde es sehr, sehr geil. Es wird in diesem Tutorial alles erklärt. Wirklich alles. Damit wir nicht ganz so schnelle Fahrt machen. Rainer, du bist auf offener See. Warum willst du denn keine schnelle Fahrt machen? Segel vollsetzen in den Wind und let's go. Oh fuck, da ist der andere schon. Ups, jetzt habe ich ja hier Ding gemacht. Schnelle Fahrt machen. Oh fuck, da ist eine andere Schaluppe. Hoffentlich wollen die mich nicht angreifen. Ich habe nämlich. Rainer, das ist ein PvP-Spiel. Es basiert zu einem sehr, sehr großen Teil auf PvP. Keinen Bock zu catchen. Zu catchen? Was willst du denn catchen? Also, ach, meint er Wrestling? Catchen? Also, okay, kann, weiß ich nicht. Oh, bitte greif mich nicht an. Ich will einfach nur ankern, bitte. Oh nein. Du Rainer, wenn du keine Lust hast zu kämpfen, ne, dann kannst du den Leuten auch einen schönen langen Tag machen, indem du einfach vor denen wegfährst. Der fährt auch eine Schaluppe, der ist nicht schneller als du. Und wenn du immer noch Distanz zwischen euch beiden hast, kannst du ihm einfach davonfahren. Also ihn auf Distanz lassen. Und meist ist es so, weil der ja reagieren muss, wenn du irgendwas änderst, dass du halt wegkommst. Der greift mich jetzt. Mensch, was mache ich denn hier? Dann wetten wir. Ich hab's gewusst. Der Typ scheint aber auch nicht sehr gut zu sein. Wie man aus der Distanz nicht treffen kann, schwierig. Und okay, doch. Aber hinten rein ist nicht ganz so schlimm. Schlimm ist es, wenn du Treffer kassierst, die unter der Wasserlinie sind halt. Weil das Schiff dann schneller vollläuft. Voll hinten, nein. Das gefällt dir doch eigentlich. Voll hinten, nein. Ja, Rainer, ich sehe gerade, passt mal auf. Es scheint nicht das erste Mal zu sein. Er kommt immer in den Chat rein hier oben. Er drückt wahrscheinlich immer T. Nicht schlecht, Rainer. Nimm doch jetzt nicht die Brandkugeln. Du bist doch jetzt kein Experte. Warum fängst du jetzt an, mit der Munition zu experimentieren? Die hier ist nicht zum Verschießen gedacht. Die wirft man. Du kannst sie verschießen, macht aber halt wirklich gar keinen Schaden am Schiff. Es setzt das Schiff in Brand, damit die Crew auf dem Schiff ein bisschen Schaden bekommt. Aber es macht in so einem Seekampf überhaupt keinen Sinn, diese Feuerdinger in die Kanonen zu packen. Ohne Spaß, wie kann man denn jetzt nicht treffen? Guckt euch das mal an. Jetzt muss geschossen werden. Allerspätestens. Wenn du ein bisschen vorher schießt, schaffst du noch einen zweiten. Aber jetzt muss spätestens geschossen werden. Und er wartet fast, bis das Ding vorbei ist. Eine Sekunde zu spät. Also, das wird nichts. Ne? Das wird nichts. Der Anker bei ihm ist gerade kaputt. Der andere Dude hat den Anker von Rainer getroffen. Anker ist in einem Zweikampf sehr, sehr wichtig. Da kann man so einen U-Turn machen dann mit dem Anker. Und jetzt sieht man vorne die Flammen in der Kanone. Er hat die Brandmunition drin und ab jetzt bringt es halt gar nichts mehr. Ich habe eigentlich echt halt keinen Bock. Es
Rainer, du hast gerade eben aus 5 Metern nicht getroffen. Du willst doch jetzt nicht wirklich dahinterher schießen, oder? Reparier doch erstmal den Anker in der Zeit, wo er da eine Runde dreht und positionier dich danach. So lächerlich. Schon so viele Löcher, ey. Das hintere war von offen. Lul. Er war wieder im Chat. Ist schon harte Arbeit. Oh, warte mal, da oben kann man ja sehen, wie er heißt. One Dragon 15. Ja, wie, ach, natürlich. Ne? Ja, es muss Drache sein. Das ist, was willst du anderes erwarten? Wo ist er jetzt? Aber Rainer, vielleicht sehen wir uns ja mal auf offener See. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, das war gar kein schlechter Schuss. Hätte er jetzt normale Munition benutzt. Man sieht jetzt, die Brandmunition hat getroffen. Hätte er jetzt eine vernünftige Kugel benutzt, wäre das ein guter Treffer gewesen. Hätte er noch eine halbe Sekunde länger gewartet, hätte er sogar einen Mastbrecher schießen können. Das war ein sehr guter Treffer. Das war von Rainer gerade ein sehr guter Treffer. Ich gehe mal ein bisschen zurück, damit ihr das sehen könnt. Da, der war direkt an der Wasserlinie. Das war ein guter Treffer. Starker Schuss, Rainer. Starker Schuss. Noch ein guter Treffer. Bin beeindruckt. Drei Treffer. Wetter her. Übrigens hätte es hier gereicht, wenn er einfach B gedrückt hätte. Und das Holz liegt eigentlich auf der 5 standardmäßig. Also er muss immer in diese Menüs rein, anstatt die Tasten zu benutzen. Ansonsten war das jetzt die letzten 15 Sekunden, kann man nicht meckern, außer dass er im ersten Schuss die falsche Munition hatte. Das waren dann sonst drei ansehnliche Treffer. Er ist runtergegangen, hat einmal Wasser rausgemacht, hat das Loch gepflegt, ist jetzt wieder oben. Man kann hier die letzten 15 Sekunden nicht meckern. War okay. Für einen Anfänger, ne? Ein Pro hätte wahrscheinlich so 5, 6 Schüsse gepackt in der Zeit. Aber für einen Anfänger war das sehr gut. Doch, doch. Oh, wenn ihr das hört, dieses Wuff, 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 Wuff. Der andere versucht jetzt mit Mastbrechern zu schießen. Das wird nichts hier. Er hätte seinen Steuerrad stärker nach links einschlagen sollen. Er war übrigens schon wieder im Chat. Rainer, du siehst doch, dass es jetzt nichts wird. Der umfährt dich doch. Du musst jetzt handeln. Du musst jetzt dein Schiff bewegen. Sonst umfährt er dich und knallt dich da weg. Er war übrigens wieder im Chat. Mensch. Alter. Rainer, du hast jetzt gerade die Kanone entladen. Ihr könnt das hier sehr gut sehen. Wenn hier der Docht drinne ist, heißt es, die Kanone ist geladen. Wenn er jetzt R drückt, steht da Kanone entladen. Ich glaube nicht, dass er das vorhatte. Er drückt es trotzdem. Alter.
Zack, er hat die Kugel in der Hand, Kanone ist leer. Das kannst du dir nicht ausdenken. So, und in der Zeit ist er wieder an Rainer vorbeigefahren. Das wäre der Schuss gewesen, vielleicht. Also, ich habe langsam die Schnauze voll. Ey. Muss der mich jetzt da angreifen? Ich will einfach. Rainer, es gibt sogar eine Fraktion, bei der du Ruf machst, wenn du andere Schiffe versenkst. Vielleicht möchte er diese Fraktion leveln. Das geht, also so ein Rufabzeichen bekommen. Man kann seinen Ruf erhöhen. Nur meine verkackte Ruhe. Immer wieder im Chat. Junge. Mann, ich drück auch immer T. Ich muss ihm hier wirklich zugestehen, dass das sehr schnell passieren kann. Gerade am Anfang. In vielen Spielen hast du ja das E als Aktionstaste. In Sea of Thieves ist es F. Und R zum Reload, das ist halt beides genau neben dem T. Das kann schon mal passieren. Als Anfänger ist das schon öfter drin. Ich kann mich erinnern, ich weiß, dass mir das auch passiert ist. Ich find's trotzdem witzig. Jetzt hast du auf eine andere legen. Rainer, das Ding gerade hat gesessen. Wenn du jetzt nicht runtergehst und das Loch stopfst, dann wirst du volllaufen. Jetzt nimmt er wieder die Brandmunition, die überhaupt nichts bringt. Naja. Ich weiß nicht, was der von mir will eigentlich. Ich habe sowieso nichts zu holen. Rainer übt schon mal für den Gerichtsvollzieher. Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Mir ist eh nichts zu holen. Runter von meinem Grundstück. Jetzt konnte man es gerade ganz gut sehen. Passt mal auf. Hier. Das sind zwei aneinander gekettete Kugeln. Die drehen sich halt, die machen dieses komische Geräusch und damit versucht er, Rainers Mast zu treffen. Damit Rainer dann keine Fahrt mehr machen kann. Das war jetzt, glaube ich, von Rainer der fünfte oder sechste Schuss hintereinander daneben geht. Also, wild. Wenn er jetzt ein bisschen näher wäre, wäre das eine Option mit der Harpune. Ich höre Rainers Schiff schon knarzen. Er ist übrigens wieder, man sieht oben links im Chat. Rainer, du bist am Untergehen. Was ich dir vorhin gesagt habe, wenn du da nicht runtergehst und jetzt das Loch flickst und das Wasser da rausholst, gehst du unter. Das muss man immer mit auf dem Schirm haben. Man ist wirklich in einem Kampf 1 gegen 1, ist man immer am Rotieren. Hält auch kein bisschen vor oder so. Hä? Hab ich nichts mehr da? Nee, Rainer, du hättest aber F drücken müssen und nicht R. Und jetzt sieht man schon, er sinkt. Mann, was? Ja, das war's. Das Schiff ist umgekippt. Als das vorhin so am Knacken war, obwohl da nichts passiert ist, das ist eigentlich die letzte Warnung. Wenn du jetzt nicht runtergehst und da Wasser rausholst und die Löcher flickst, gehst du unter. Dann machst du nichts mehr. Was will der eigentlich von mir? Ich hab doch sowieso nichts. Herr Gerichtsvollzieher. Hört sich ein bisschen an wie Apo Red, finde ich. Lul. Ich hab ein bisschen Lebensmittel, das war's.
vor allem, ich habe den so gut getroffen, ne? Ja, Rainer, dreimal insgesamt. Das repariert der ruckzuck weg und der hat dich halt zigmal getroffen. Und du hast nicht repariert am Ende. Da hast du dich gar nicht mehr ums Reparieren gekümmert und ums Rausschaffen vom Wasser. Das war eine Frage der Zeit. Wo ist denn der jetzt? Ja, jetzt sind die beiden genau voreinander. Rainer mit dem Sniper, der andere mit der Blunderbuss, also mit der Schrot. Ja, keine Chance. Jetzt kann er, was er jetzt versucht, hier noch mit dem Schwert ein bisschen drauf rumzuhauen. Wenn er Glück hat, landet ein Glückstreffer. Ansonsten, das Ding ist durch. Du Sohn, Alter. Rainer! Bitte! Bitte benehmen Sie sich. Erfreu dich an gar nichts. Sowas hasse ich wie die Pest halt, weißt du? Rainer, das ist ein PvP-Spiel. Es ist halt immer dasselbe. Die Leute greifen einen an, obwohl die überhaupt nicht wissen, ob man was hat. Wie er einfach seine Standardsätze abrattert, ob in dem Let's Play, ob in dem Talk, ob in dem Video, ist ganz egal. Greifen einen an, die greifen immer an. Die greifen die Hotels an, die greifen die Pizzaläden an, die greifen meinen Zaun an. Und jetzt kommt das Schiff auch dazu. Und ich habe jetzt die ganze Zeit rumeiern dürfen, um zu suchen, wo ich meinen verkackten Ausweg finde. Du hättest einfach wegfahren können, Rainer. Wie gesagt, du bist genauso schnell wie er. Gerade wenn man sich umkreist und man merkt, der andere ist richtig gut, dann nimmt man oft schnell mal Reißaus, damit der andere noch komplett eindrehen muss, um zu dir zu kommen. Oft bist du dann schon weit genug weg. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal fahren. Du weißt doch gar nicht, wo du warst. Vor allem, eigentlich habe ich den 5. oder 6. Mal getroffen. Nein, Rainer. Junge, fast. Ich will gar nicht. Wo geht von uns aus gesehen der rechte Arm gerade hin? Also, wenn man sich in seiner Position begibt. Rainer, du hast ihn 3 Mal gut getroffen. Dafür habe ich dich auch gelobt. Er hat mich am Anfang nur 2 Mal getroffen. Bruder, er hat gerade wirklich, passt mal bitte auf diese Hand auf hier. Bitte auf diese Hand aufpassen. Vor allem, eigentlich habe ich den 5. oder 6. Mal getroffen. Er hat mich am Anfang nur 2 Mal getroffen, von denen nur... Um da etwas zu richten, nennen wir es mal, musste erst das Bäuchlein nach oben gedrückt werden. Wild. Ein Leck übrig geblieben ist. Also, ich weiß nicht, ne? Rainer, übrigens, falls du mal Nachhilfe willst in Sea of Thieves, schreib mich an, kauf dir den 25-Euro-Ring im Discord, damit du mit mir reden darfst. Und dann gebe ich dir Nachhilfe. Hart asozial, andere Spiele anzugreifen, finde ich. Nein, Rainer, es ist ein PvP-Spiel. Deswegen mag ich keine PvPs. Ja, aber warum sagst du, dass es hart asozial ist, andere anzugreifen, wenn du weißt, dass es ein PvP-Spiel ist? Da gehört das dazu. Ich spiele lieber gechillt, entspannt. Ja, Marvin Smittens oder wie das da heißt, ne? Ich spiele das Game nicht, weil ich irgendwie der Beste sein will, sondern ich spiele das Spiel, weil es mir gefällt. Rainer, wenn du Spiele spielst, in denen du der Beste sein willst, dann musst du halt deine Gamer-Karriere an den Nagel hängen, in deinem Fall. Das tut mir sehr leid. Weil ich den Stil mag. Ihr könnt das hier nicht sehen, aber weil gerade vom Stil redet hier, das Wasser, bei dieser Auflösung kann man das leider nicht erkennen, das Wasser in Sea of Thieves sieht unverschämt schön aus. Ich kenne nicht ein Spiel, das so schöne Wassergrafiken hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Alter, hör auf jetzt da! Warum? Es ist natürlich genau jetzt, wird es wieder Tag, weißt du, dass mich der Pisser auch ja nochmal sieht. Rainer, du könntest auch deine Lampen ausmachen. Ne? Diese ganzen Lampen, die du an Bord hast, mit F ausmachen. Oh, ich glaube, hat er sogar gemacht. Hier unten, hier, seht ihr das? Die Lampen? Die sind aus. Rainer hat bei Nacht die Lampen ausgemacht. Pluspunkt für Rainer. Muss man ihm geben.
Wenn mich der gleiche jetzt übrigens nochmal abknallt, ne, nur als Info, dann entweder höre ich mit dem Streamen auf oder ich stream, also weil dann habe ich keinen Bock mehr mit dem Game hier. Oder ich wechsle das Game. Mal gucken. Müsst ihr euch mal vorstellen, der spielt ein PvP-Spiel und sagt dann, ey, wenn mich aber jemand da wegmacht, dann höre ich auf zu spielen. Also Rainer, das ist nicht die richtige Einstellung, um in so ein Spiel zu gehen. Du musst immer damit rechnen, dass einer kommt. Immer. Okay. Er ist da hinter den Wellen. Pass auf, wenn die Wellen mal niedriger sind, da, seht ihr? Da ist der Pisser schon wieder. Da habe ich keinen Bock drauf auf den. Der hat mich doch schon wieder gesehen, jetzt ist schon wieder hinter mir her, der Pisser. Ja, natürlich, Rainer, das ist der Sinn des Spiels. Du raubst auch andere aus. Du machst Ruf beim Reaper und so weiter. Ja, Rainer, das gehört dazu. Das gehört zu diesem Spiel dazu. Was ist denn jetzt los? Konnten wir mal steuern gerade? Ja. Habt ihr schon mal ein Spiel gesehen, wo er nicht an der Steuerung rumgemakelt hat? Immer wenn er was nicht kann, liegt es an der Steuerung. Ich weiß halt echt nicht, welche Insel das ist, wo ich hin will. Man kann mit mir gar nichts zusammenzocken, weil ich nicht mit Zuschauern spiele. Das war eine hart erlernte Lektion. Ja, die kann man aber für 20 Euro zur Zeit, das ist ja Weihnachten, für 20 Euro kann man das umgehen, diese Regel. Und mit ihm spielen. Mittlerweile sind ihm seine harten Lehrstunden 20 Euro pro Person wert. Lul. Wieso steuert er jetzt nach links? Du sollst nicht nach links. Ich hab's jetzt nach rechts. Andersrum. Du sollst nicht nach rechts. Du sollst nach links, hab ich gesagt. Was mein Privatleben angeht. Hat er jetzt gesagt, warum fährt er nach links? Ich hab gesagt, du sollst nach links und nicht nach... Ich war... Es ist genau der Punkt. Es geht niemandem was an. Rainer, dann lass es doch auch außen vor. Dann erzähl doch selber nichts. Ich weiß halt echt nicht, wie die scheiß Insel heißt, wo ich hin will. Und er fährt schon wieder wo komplett anders hin, wo er gar nicht hin soll. Das ist das Problem, wenn man alleine spielt. Man müsste das mit mehreren Leuten spielen. Macht auch viel mehr Spaß. Aber wie gesagt, man kommt auch alleine ganz gut zurecht. Man muss nur ein bisschen üben. Sonst hat man da keine Chance. Doch, eigentlich schon. Also wenn da eine Schaluppe oder ein Zweimaster kommt gegen den vollbesetzten Dreimaster, da würde ich die Chancen auch eher, weiß nicht, 70-30 gegen mich sehen. Bei einem vollbesetzten Zweimaster 50-50, bei einer anderen Schaluppe 70-30 oder 80-20 für mich. Weil ich halt eingeübt bin. Und wenn ich mit Fuddel zusammenzocke, dann gewinnen wir fast jedes Match. Ich für meinen Teil schippe einfach gerne ein bisschen durch die Gegend. Ich habe noch nie so geiles Wasser in einem Spiel gesehen, ganz ehrlich. Oh, Rainer sagt sogar auch. Er hat da übrigens recht, leider. Rainer hat da recht. Schau dir das mal an, wie geil das einfach nur aussieht. Kann's leider wegen der Auflösung nicht richtig sehen, aber es sieht wirklich schön aus. Ich mag keinen Burger King und KFC kann ich nichts zu sagen, da habe ich nicht... Ach, Rainer, ich mag keinen Burger King. Wie lange wollen wir das noch aufrechterhalten? Das ist so, wenn er gefragt wird, Pizza oder Döner? Nichts von beiden, gar nichts, ich mag das nicht. Einen Tag später macht er sich zwei Pizzen hintereinander. Fertig Pizzen. Aber in der Ford Ranger Staffel, wie oft hat man da Döner essen sehen und so weiter? Aber nein, ich mag das nicht. Ich mag auch keinen Burger King. Meme geht dann angeblich frühstücken für 25 Euro bei Burger King. Ich mag keine Schokolade. Und vergiss es. Ich mag keine Burger. Viel Erfahrung mit. Um genau zu sein, gar keine. In KFC hier in Spaganien gibt es so eine geile Senf, also so eine Fresh Pepper Sauce oder so heißt die. Also so eine Senf. Die ist so lecker. Gibt es die in Deutschland auch? Sieht aus, als ob uns das Meer den Mittelfinger zeigt, oder? Auch das Meer ist ein Hater. Oh je, da hinten ist ein Geisterschiff. Geisterschiffe sind halt die NPC-Schiffe, die sind wirklich einfach zu besiegen. An denen kann man ganz gut PvP üben. Ach, blöder Fliege, verpiss dich. Die Haterfliege ist wieder da, let's go!
Natürlich, mitten in der Nacht. Jetzt schreien natürlich die Leute hier rum, sodass ich auch ja nicht Ding machen kann. Jetzt kann er noch nicht mal Ding machen. Ach Mensch. Ich gehe jetzt die Gefahr ein, dass wir irgendwo an der Ding landen. Mensch, jetzt kann er nicht mal Ding machen und jetzt geht er auch noch die Gefahr ein, dass wir an der Ding landen. Also wirklich, jetzt, also jetzt wird's problematisch. Ding. Beziehungsweise wir machen es anders. Ich mache einen Stream aus. Ach, schade. Hat mir gerade ein bisschen Spaß gemacht. Leute, das war's für dieses Video. Falls ihr irgendwann nochmal ein Klassik haben wollt oder ein Let's Play oder so von ihm, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich freuen. Ist auch gut für den Algorithmus. Ich kann es brauchen. Ja? Ihr Lieben, dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ab Mittwoch bin ich wieder auf Twitch. Ich denke ab Mittwoch, spätestens ab Donnerstag. Ich hoffe aber Mittwoch. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Stream wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Werdet da, bleibt gesund. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Bye, bye.